So Leute, ich bin unterwegs zu meiner Wohnung, in der ich ja während des Semesters immer bin. Alter, was war das? Ja, da hole ich noch ein paar Klamotten ab. Ich bin ja jetzt doch noch ein Weilchen daheim. Anfang Oktober geht der erste Semester weiter und jetzt haben wir es Mitte August. So viel dazu. Ja, letztens war ich wieder mal im Mc's. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äußerst selten bei McDonald's. Also damals in der Berufsschulzeit ungelogen jeden Tag zu McDonald's gedüst mit meinen Kollegen. Und das war auf jeden Fall nicht gut, ja. Schweißausbrüche und sonst was. Also gesund kann das Essen wirklich nicht sein. Das musste ich auch wieder vor ein paar Tagen spüren. Ich habe 3 Cheeseburger reingezwirbelt. Danach war ich 2 Tage auf dem Topf und hatte Bauchschmerzen der Hölle. Also da ging es mir gar nicht gut. Schüttelfrost hatte ich dazu auch noch. Also, gesund kann das nicht sein. Aber ich muss sagen, einmal hat McDonald's mir ja das Leben gerettet. Da war ich erst zuvor bei uns in der Umgebung, in der WAPF, also Wasserpfeife. Boah, ey, auf einmal wurde es mir so schwarz vorm Gesicht. Ich glaube, ich fall. Ey, ohne Scheiß, ich wäre beinahe umgefallen. Ich wollte schon meinem Kollegen so Bescheid sagen, ey, hol mir mein Tablett, aber ich schaff das nicht mehr. Und notgedrungen in einem Burger gebissen. Und es war dann wie in einem Computerspiel. Halbtot mir die Fettspritze gegeben. Und mir ging es wieder einwandfrei. Als ob nichts gewesen wäre. Aber letztens, ey, oh, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt nochmal was fressen. Ey, ohne Scheiß. Puh, da ging es mir echt träutig. Jo, pass mal auf hier mit deiner Sense. So. Ja, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, dass Aktenzeichen XY bald zu uns kommt. Also bei uns in der Umgebung. Na, ich glaube, die Drehs sind fertig und im Oktober wird es dann ausgestrahlt. Also ist auf jeden Fall dort, wo ich auch schon öfters gefahren bin. Zumal finde ich Aktenzeichen XY sowieso, ja, eine der sinnvollsten Sendungen überhaupt im deutschen TV. Also ich finde es richtig interessant, so. Also jetzt nicht, wie die Leute ermordet werden, aber ich meine, es hilft ja den Leuten, ja. Wenn die Täter erwischt werden und Aktenzeichen hat ja eine Top-Quote, so, in dem die Fälle geklärt werden. Oh, ich weiß es gar nicht, 40% oder noch mehr, also die sind auf jeden Fall gut da dabei. Aber was du heutzutage im deutschen TV siehst, ey, da bekommst du Brechreiz, ohne Scheiß. Früher, ja, also als Kind, als junger Erwachsener, ja, immer Super RTL geschaut mit Captain Baloo oder die Gummibärenbande. Was ich momentan ab und zu auf YouTube schaue, ist Disneys große Pause. Ja, mit Miss Finster und mit dem Mongolit Randall. Die alte Petzer. Ja, und mit DJ und seiner Gang. Wisst ihr, das waren wenigstens noch Sendungen, aber heutzutage mit ihren pseudopädagogischen Kindersendungen, ey, damit kann ich echt nichts anfangen. Wie heißt die eine, diese Dora, oder wie die heißt? Ja, die schwarzhaarige, diese Englischlehrerin, ja. Das ist auch die totale Verblödung, wisst ihr? Oder solche komische Figuren, wo man nicht mal als Tier oder als Mensch identifizieren kann. Also das ist ja... Schon wieder rot. Ach, komm. Ganz, ganz schlimmer Tropfen. Heute ist das Wetter wieder angenehm. Nicht zu warm und nicht zu kalt. Perfektes Motorradwetter. Boah, das ist wirklich so schlimm, ne? Mit den Ampeln. Vor allem links und rechts kommt halt keine Sau, ey. Ja, Zirkus. Bin ich auch überhaupt nicht der Fan davon. Weiß ja auch nicht, wie die Tiere dort leiden müssen. Aber das ist ja Zirkus zu Zirkus unterschiedlich. Damals in der Grundschule hatten wir auch ein paar Zirkusjungs in der Parallelklasse. Also die waren nie fest auf einer Schule. Die waren halt, wie oft waren die bei uns? Vielleicht einmal im Jahr waren die bei uns. Und sonst waren die nur on Tour. Da weiß ich noch, die wurden damals, wurden die ab und zu gemobbt bei uns. Aber dann haben sie mal einen Auftritt bei uns gemacht in der Halle und ja, danach hatten die unseren Respekt gehabt. Es war wirklich erstaunlich, was die so machen konnten. Zum Beispiel haben die so 5 Stühle auf ihrem Kinn so balancieren können. So viel dazu, Jungs. Ich glaube, das war's jetzt für heute und dann werden wir uns doch hoffentlich bald wiedersehen und natürlich wieder rot. Und damit verabschiede ich mich und
Bis bald. Ciao. Absolut geil.